Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Cataclysm, Shards of the Four von Head Up Games. Die waren nämlich so nett und haben mir ein Key zur Verfügung gestellt. Meinten aber, ich soll sagen, es ist im Early Access, können also noch Bugs und sowas auftreten. Das ist ein Kartenspiel, ähnlich wie Slay the Spire, aber mit RPG, nee, mit Roguelike-Elementen. Okay, das war bei Slay the Spire eigentlich auch so. Und wir fangen nochmal ganz neu an, damit ihr das auch von Anfang an seht. Ich habe hier eben schon mal das Tutorial gespielt. Aber das war eigentlich ganz cool und es gibt halt auch noch diese Vorgeschichte hier. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, wir sind quasi so ein komischer Magier. Ich weiß auch noch nicht, was hier genau los ist. Er hat einfach in sein Buch reingeguckt und jetzt kommen hier ganz böse Leute. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Wir haben auch eben schon so den Bösewicht aller Bösewichte gesehen. Story verstehe ich nicht so wirklich, Leute. Es gibt halt böse Leute, die uns böse Sachen wollen. Vielleicht waren wir Indiana Jones und wollten etwas klauen. You thought you could control us. Aber anscheinend wollten wir die nur alle kontrollieren. Und das wollen sie nicht. Wollen keine Sklaven von uns sein. Gibt's ja gar nicht. Aber ja, das Intro schon mal cool. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Irgendwann kenne ich auch diesen Magier. Aber ja, guck, das sind wir. Und ja, das ist einfach ein ganz normales Kartenspiel. Aber man kann in der Overworld rumlaufen. Also das ist anders als bei Slay the Spire. Ich kann hier einfach meine Maus nehmen und rumlaufen. Das finde ich ganz toll. In der Welt gibt es immer mal so komische Shards oder Taco-Dinger. Die sind ganz cool. Die brauchen wir, um später unsere Karten zu benutzen. Aber das erklärt er uns jetzt auch noch. Da war jetzt ein Skorpion-Gegner. Den greifen wir natürlich an. Ja, und wir haben jetzt hier zum Beispiel 20 dieser Taco Dreiecke. Und oben auf der Karte, oben links, seht ihr, wie viele Taco-Dreiecke das kostet, diese Kreatur zu beschwören. Und oben rechts seht ihr noch, wie viele blaue Mana-Kristalle das kostet. Und die haben wir halt auch hier auf der rechten Seite. Heißt, wir können jetzt hier unseren Grimmwolf beschwören und mit dem auch einfach angreifen. Brrr. Ja, ansonsten halt wie bei anderen Kartenspielen typisch, wie bei Hearthstone oder sowas, kann man das, glaube ich, vergleichen. Unten links die Angriffsanzahl. Wir machen also 2 Schaden, wenn wir angreifen. Und mein Grimmwolf hat jetzt 4 Leben. Dieser Skorpion hat 1 Angriff, 5 Leben. Sollte soweit klar sein. Und die Karten haben natürlich immer noch irgendwelche Effekte. Der hat jetzt zum Beispiel Gift. Das heißt, wenn er uns angreift, verlieren wir jede Runde 1 Schaden. Und ihr habt eben auch schon gesehen, als ich angegriffen habe, die Gegner greifen sofort zurück an. Das ist dann eher so ein bisschen wie bei Legends of Runeterra, das Rito-Spiel, wenn ihr das kennt. Weil da greift man ja auch immer direkt an, wenn man selber angegriffen wurde und so. Da haben wir unseren ersten Sieg. Und am Ende der Runde kriegt man immer noch eine Kiste mit tollen Stuff drin, zum Beispiel 9 Karten. Und ja, was kann man sonst noch machen? Sagen die uns gleich noch. Man kann nämlich Karten auch noch verbessern, indem man die zusammencraftet und sowas. Aber erstmal kämpfen wir jetzt gegen den zweiten Skorpion. Jetzt haben wir nämlich schon 2 Grimmwölfe. Wow, sind wir cool. Man kann nämlich auch den zweiten Grimmwolf jetzt auf den ersten Grimmwolf raufpacken. Und jetzt ist einfach ein Eiswolf geworden, Leute. Einfach ein Eiswolf mit mehr Leben und mehr Angriff. Und jetzt können wir den hier richtig krass kaputt machen. Wow, Gameplay-Design des Todes einfach. Ich finde es auch schön, dass das mit Animation und sowas ist. Das hat mir halt bei Slay the Spire gefehlt. Klar, da gab es auch Animationen, immer so Schlaganimationen und sowas, aber das ist hier ein bisschen advanceder, möchte ich mal sagen. Sieg! Ich finde es cool, dass unser Typ auch selber angreifen kann. Ja, noch ein Flammfunke. Man kann seine Karten auch noch verbessern, wenn wir das gleich mal freischalten hier in unserem Kartendeck, dass sie dann immer gleich ein Eiswolf sind. Aber erstmal müssen wir gegen eine kleine Netzweber kämpfen. Und der hat nämlich die Fähigkeit Lähmen. Und das macht, dass wenn er uns angreift, dass wir dann einen Zug lang nicht angreifen können. Deswegen wäre das jetzt besser, wenn wir kein Eiswolf machen, sondern wenn wir 2 Wölfe machen. Weil dann ist der eine jetzt gelähmt, weil dieses Lähmen zählt immer nur für einen Dude, immer bei seinem ersten Angriff. Und jetzt kann der zweite trotzdem noch angreifen. Wow, Gameplay. So, guckt, er ist jetzt nämlich gelähmt. Das ist richtig doof. Und wenn wir nämlich nicht angreifen können, dann verlieren wir einfach. Und ich will nicht verlieren. So, aber den feuern wir jetzt einfach noch weg oder dann ist er noch verbrannt. Und ja, jetzt ist noch alles halt tutorialmäßig. Später ist das, oh, der ist süß, kleiner Beißer. Später ist es dann so, dass halt alles woke-like ist. Das heißt, random generierte Welt, random generierte Gegner, bliblablub. Und ich glaube, man verliert auch sein Deck, wenn man dann halt irgendwann verliert. Ist er ja bei Slay the Spire genauso. Übrigens, Slay the Spire könnt ihr euch auch angucken.
Muss ich auch mal irgendwann weiterspielen. Und wir können ja jetzt aufwerten, indem wir zum Beispiel die Flammenfunken zusammenpacken. Dann haben wir einen Feuerstoß. Und den Grimmwolf können wir auch zusammenpacken. Jetzt haben wir einen Eiswolf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit das geht. Ob die jetzt auch noch Stufe 3, 4, 5 werden können. Aber Stufe 2 ist auf jeden Fall drin. Hat auch ein bisschen Pokémon-Aspekt in diesem Sinne. Und jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. Deswegen können wir jetzt einfach in die nächste Welt. Wow. Ja, Slay the Spire müsste ich eigentlich auch nochmal weiterspielen. Ich habe da nur zwei Charaktere angetestet und dann das Spiel einfach liegen gelassen. Weiß ich nicht. Dabei hat mir der Psi sogar extra erklärt, wie ich da mit den Mods umgehen muss und so. Bisschen komisch, warum ich das so mache. So, der hat nur ein Leben. Der hat jetzt aber schon angegriffen. Das heißt aber, er stirbt ja jetzt auf jeden Fall. Dann fände ich das aber besser, wenn sein Leben auf den Typen hier geht. Geht das? Funktioniert das? Oh Gott, was mache ich? War das jetzt eine Lehmattacke? Ah, hier, unser kleiner Beißer hat die Fähigkeit ausweichen, deswegen wurde er gerade nicht getroffen. Auch mega gut. Und er greift sogar den kleinen Beißer an. Ja, damit wir doch gewinnen können. Das ist sehr gut. So, stirb, du komisches Viech. Und der ist auch gleich tot. Oha, wird der schon richtig krass hier. Hätte fast verloren. Es kann übrigens sein, dass ihr meine Klimaanlage im Hintergrund hört. Es ist nämlich sehr, sehr heiß draußen, müsst ihr wissen. Also die Anzeige in meinem Ort hat gesagt, oh, hier sind 38 Grad. Mein Handy sagt zwar nur 33 Grad, aber die Anzeige hat gesagt 39 Grad. Und das ist nicht so ganz cool. 39 Grad ist nämlich ganz schön warm, müsst ihr wissen. Und ja, da komme ich dann ohne Klimaanlage in meiner Dachgeschosswohnung auf jeden Fall nicht so aus. Deswegen ist die Klimaanlage an. Kann sein, dass ihr die hört. Ich hoffe einfach mal nicht. Aber die macht zumindest, dass es in meinem Zimmer... Oh, ach, das hat mehr Damage gemacht. Okay, ich glaube, das war dumm. Ich glaube, das war sehr dumm. Verliere ich jetzt? Ich glaube, ich verliere. Wenn die alle angreifen... Ja, ich habe, glaube ich, schon verloren. Oh, nö! Ich habe einfach verloren im Tutorial. Ich habe ein bisschen dumm gespielt. Tja, dumm gelaufen, muss ich sagen. Nicht so viel über Klimaanlagen reden. Jetzt sind die einfach weg und ich habe keine Beute bekommen. Geil, das läuft jetzt schon schlechter als bei meinem ersten Try. Oder ist das derselbe Typ? Nee, das sind andere. Nee, hä? Das sind doch dieselben. Okay, dann lass jetzt mal ein bisschen nachdenken. Also, wir machen 4 Schaden. Das heißt, einer von denen können wir auf jeden Fall einfach so wegdützen. So, unser Eiswolf macht 3 Damage. Das heißt, dann sollte doch auch einer weg sein. Hä, wieso ging das denn eben nicht? Okay, wir machen einen tot. Hä, wieso... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum war denn der eben nicht tot? Ja, und jetzt haben wir das doch eigentlich quasi schon, oder? Der stirbt. Ah, und man greift immer nur einmal an. Also einmal, wenn die Gegner angreifen, dann verteidigt er sich auch nur einmal. Das ist ja gut zu wissen. Sieg! Aber das waren jetzt andere, ne? Mir wurde jetzt Beute versagt, glaube ich. Oh, Stili, das war 4 Taco-Dreiecke, wenn er Schaden verursacht. Nice. Ey, aber wegen der Werbe kann es auch sein, dass ich jetzt ein bisschen gelangweilt hier kommentiere. Also gelangweilt halt sonst, weil ich schwitze halt wirklich auch mit... Ui, wir brauchen einen roten Schlüssel. Auch mit Klimaanlage. Weil 25 Grad ist trotzdem nichts. Ich habe aber sogar extra noch so ein Abluftfenster gebaut. Guck mal bei Twitter, Leute, der sieht richtig cool aus. Bin richtig stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe. Weil normalerweise, wenn ich mir irgendwas ausdenke... Ich habe mir das nämlich selbst ausgedacht. Mit Hilfe meines Vaters habe ich das gemacht, okay... Aber ich habe mir selbst ausgedacht, so ein ein Abluftfenster zu bauen. Habe ich gebaut. Könnt ihr bei Cheetah sehen. Und das bringt auf jeden Fall einiges, glaube ich. So, macht den mal tot. Zack, weg. Ja, Leute, wie ist bei euch? Wohnt ihr auch in einer Dachgeschosswohnung? Oder ist euer Zimmer in einem Dachgeschoss? Und sterbt ihr einfach? Oder schmelzt einfach in eurem Zimmer? Ich würde hier auf jeden Fall schmelzen. Ich habe auch gar keinen Bock rauszugehen. Weil im gesamten restlichen Haus, außer in meinem Zimmer, ist es einfach trotzdem super heiß. Also noch wärmer. Hast du einfach instant Schweißausbruch, wenn du mein Zimmer verlässt. Richtig ekelhaft. Wow, was bist du ein krasser. Die Gesundheit dieses Wesens kann jeweils nur um einen verringert werden. Gibt's ja gar nicht. Dann nehme ich doch meinen kleinen Beißer auf jeden Fall. Und ich glaube, Lähmung gegen nur einen Gegner ist auch richtig gut, ne? Und dann noch ein bisschen Gift. Und dann ist er doch schon tot. Guck mal hier, wir lähmen den jetzt einfach. Da kann er nämlich nicht angreifen. Und dann stirbt er jetzt einfach durch das Gift. Hä, was ist das denn? Und der soll hier krasse Sachen bewachen. Der hat ja nicht einmal angegriffen. Alles klar, ich bin einfach zu gut. Da bin zwar schon einmal gestorben, aber ich bin trotzdem einfach zu gut. Oh nein, was passiert? Nee, gibt's nicht. Ist das der Bösewicht von nebenan? Das verfluchte Wesen. Ja, das ist quasi der Boss jetzt in dieser Welt. Die Sache ist, ich hatte den schon mal versucht zu bekämpfen. Das ging gar nicht.
Deswegen werde ich jetzt vor dem flüchten, Leute. Sorry, aber ich muss hier leider ein bisschen Feigling spielen, weil der ist wirklich viel zu krass. Der hat so viele Leben, da kann ich gar nichts machen. Nicht mal, wenn ich ihn lähme oder so. Und ich glaube, der nimmt mir nämlich auch meine Attacke weg von meinen Leuten. Deswegen lieber schnell weglaufen. Der ist sehr, sehr böse und nicht sehr nett. So, und jetzt sind wir quasi erst in dem Roguelike-Teil. Das war jetzt das Tutorial. Und ab hier ist alles random generiert. Was ist das? Ein Artefakt. Was ist ein Artefakt? Ich hatte noch nie ein Artefakt. Ach doch. Stimmt, es gibt noch ein Inventar, Leute. Habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Ja, jetzt können wir Wesen, die bei dem ersten Zug gespielt werden, erhalten plus ein Gesundheit. Yay! Also im ersten Zug möglichst viele Wesen spawnen lassen tun. Also gibt es ja auch noch ein bisschen Anpassungsfähigkeit vom eigenen Charakter. Das finde ich immer ganz cool. Dann hat das noch so ein bisschen RPG-Charakter. Und ich habe gerade gesehen, wir haben ja noch einen zweiten Skorpion. Skorpion entwickelt sich zu Skorpionstürmer. Wow, der hat richtig viele Leben und richtig viel Angriff. Ich weiß nicht, was das Feuer oben bedeutet, ob es da auch irgendwelche, wie bei Pokémon, so dass Feuer gut ist gegen Pflanze und so und dass die dann mehr Schaden bekommen durch Wasser oder sowas, kann aber auch gut sein. Könnte ich dem Spiel auf jeden Fall zutrauen. Noch ein Artefakt, krass, hallo, ein Ring. Die Beschwörung deiner Wesen kostet 2 weniger. Ich finde, die Musik könnte noch ein bisschen krasser sein oder diese Punch-Sounds, wenn man da irgendwas macht. Ja, also ein bisschen wuchtiger könnte das alles sein, meiner Meinung nach. Aber so für zwischendurch ist das trotzdem ein witziges Spiel. So, was will ich jetzt? Hier, Lehm ist immer gut. I like Lehm very much. Und dann haben wir ja noch so ein 16er. Ich brauche keine weiteren Karten. Achso, was vielleicht noch wichtig ist, die Dreiecke und diese Mana-Kristalle, die man in der Overworld sammelt und auch in den Beutendingern bekommt, die behält man natürlich. Und je mehr man davon hat, je mehr Karten kann man halt auch ausspielen. Dementsprechend ist das wichtig, dass man die alle mitnimmt. So, der ist gelebt. Stirb, du lebender Fuzzi. Hä? Nein, mein Lebenfuzzi ist einfach tot. Wie kannst du es wagen, mein Lebenfuzzi zu töten? Ich kann doch jetzt nichts mehr machen. Töte ich jetzt den oder den? Oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall den töten, dann ist der weg. Oh, damit macht der auch weniger Damage. Das ist schon mal gut. Aber der hat leider auch Gift. Stirb, ich habe nämlich kein Gift. Ich kann leider nichts machen. Ah, ich vergifte hier. Oh mein Gushness. War gar nicht so unknappi. Was gibt's hier? Lauert hier mein Tod? Was bringt mir das? Gar nichts. Okay. Von mir aus. Ja, ich weiß nicht, ob es hier auch Bosse und sowas gibt. Ich habe halt wirklich noch gar keinen Plan von diesem Spiel. Aber das sieht interessant aus. Was bist du für eine Sphäre? Nein, was ist das für eine Sphäre? Ich will diese Sphäre mitnehmen. Hallo, liebe Waldschildkröte. Bewachen Sie diese Sphäre? Was können Sie? Immun gegen Zauber. Oh nee. Okay, dann machen wir den Dieb, weil der gibt uns Tacos, wenn er angreift. Das ist sehr gut. Dann würde ich die Gegner gerne noch lähmen wollen. So, können wir die irgendwie töten? Wir lähmen auf jeden Fall den Giftfutzi, weil Gift ist böse. Können wir den seine Tacos klauen? Und der ist immun gegen Zauber, deswegen können wir das gegen den machen. Okay, da war das dumm, dass wir ihn gelähmt haben, to be honest. Aber hätten wir ihn nicht gelähmt, dann wäre er auch nicht tot. Ah, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Ah, nee, alles tot hier. Kleiner Beißer, willst du ihn töten? Okay, bitteschön. Der kleine Beißer ist der süßeste von allen. Aber was ist denn diese Sphäre? Ich hätte gerne. Es muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Oder ist das ein Checkpoint oder so? Das kann halt auch sein. Hier ist einfach gar nichts. Es gibt doch irgendwie eine Schränke oder sowas, habe ich gesehen. Also hier zurück zur. Nee, zurück zur Schenke. Was wohl irgendwie der Hub ist oder so. Was ist das denn? Bonus erhalten: Das nächste Wesen, das du beschwörst, hat plus einen Angriff. Alter, es gibt einfach auch Buffs in dieser Welt. Da haben wir den roten Schlüssel. Gegen den Zentauren möchte ich nicht kämpfen. Was ist das für ein Wesen? Noch ein Bonus! Alla! So viele Bonusse hier. Okay, Zentaure. Ich mach dich sowas von fertig. Du mit deinem blöden 10 Leben. Und ich kann jetzt sogar Karten aus meiner Starthand ablegen. Aha. Das ist ja awesome, muss ich sagen. So, ich finde Gift ganz geil. Der kleine Beißer, den behalten wir auf jeden Fall drin. Oh, da ganz schön viele Leben. Ultimativ 2. Der nächste Angriff verursacht 9 Schaden? Was geht denn bei dir? Wieso machst du 9 Schaden? Das heißt, wir greifen ihn an und unser kleiner Meister ist so geil, der weicht einfach aus. Tja, da hat er nicht mit gerechnet. Da hat er einfach nicht mit gerechnet. Und jetzt können wir ihn von mir aus auch leben. Sollte ja auch für seinen Zug gelten, oder? Ich glaube schon. Und einfach vor the Rules einmal hier, wow, die Karten angucken. Behalten wir die dann auch? Ja, ne? Hä, was sind da? Die habe ich doch gar nicht im Deck. Wieso kann ich die sehen? Okay, wir nehmen mal das Gift-Ding. Das ist ja dann doch ganz cool. Das ist ja dann ein verbesserter Krug der Gier. Heftiger Scheiß. Ja, wir können leider gar nichts machen und wir können ihn auch nicht töten.
Wenn ich das gerade richtig sehe. Doch, oh ja, okay, er ist direkt tot. Ich kann halt nicht rechnen, Leute. Es ist zu warm. Es ist einfach zu warm, um zu rechnen. 3 plus 2 ist aber auch echt schwer zu rechnen. Nein, Golem, nice. Dann haben wir schon das Tor. Und das nächste Portal. Ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Aber erstmal natürlich noch... Die Tacos hier mitnehmen, aber da war anscheinend noch irgendein Gegner vor. Dann vernichten wir den halt auch noch kurz. Tja, Leute, und wie findet ihr das Spiel? Also, ich, keine Ahnung. Slay Spire fand ich bisher ein bisschen cooler, weil man da halt auch wirklich Kombos und sowas machen konnte. Und bisher wirkt das hier alles noch sehr, sehr einfach. Man muss sich wirklich nachdenken, was man tut. Aber dennoch, also die Animationen machen einiges wett. So, was kann der? Regeneration. Regeneriert 2 Gesundheit am Ende seines Zuges. Dann greifen wir mit einem an, der ausweichen kann, damit wir keinen Schaden bekommen. Tada, ausgewichen. Ja, ich bin der Beste. Vergiften wir den noch, damit seine Passive nicht so krass ausfällt. Oh nein, da war mein Stecher kaputt gemacht. Aber I don't care, du bist jetzt tot. So. Okay, der war schon ein bisschen krasser, aber auch nicht so krass. Jetzt erwarte ich aber auch eine gute Karte. Oh, ein Waldwicht. Hält jedes Mal +1/+1, wenn du einen Zauber sprichst. Oh, damit kann man natürlich schon ein bisschen Kombos machen. Kommt jetzt wieder dieser große 14? Hä, der kommt einfach immer, wenn man alles abgegrast hat, oder was? Ach du Scheiße. Und jetzt bin ich hier einfach eingesperrt. Ich muss hier ganz schnell weg. Ja, wo bist du? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Er ist irgendwo... Na, er kommt von rechts. Okay, schaffe ich das, bevor er da ist? Ich will nämlich nicht gegen ihn kämpfen. Tschüss, bye bye. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich suche nach einer mutigen Seele, die mir den Gegenstand zurückbringt. Für deine Mühe bekommst du eine ungewöhnliche Karte. Okay, es gibt also auch Quests und so. Okay, das ist ja cool. Quests, haben die anderen auch noch was zu sagen? Nee, die gabbeln hier alle nur rum. Der Wirt hat Quests, okay. Und der Goblin im Keller spricht auf einmal Englisch. Alles klar. Da ist ein böser Goblin im Keller. Der da, der verkauft uns wahrscheinlich neue Karten, oder was? Hallo, lieber Goblin, ich bin der nette... Nette Magier. Okay, das ist cool. Dass die eine Sprachausgabe haben, ist cool. Gib mir die beiden und ich gebe dir dafür ein Mampfi. Mampfi? Das ist bestimmt die zweite oder dritte Verbesserung von dem kleinen Beißer. Kann nicht gelähmt werden, hat aber auch gar keine Leben, ne? Aber stiehlt ein Attacke und ein Leben von einem Gegner. Dann ist er also ein 4-2er. Aber er kostet 2 Mana, das ist doch voll teuer. Ich glaube, da behalte ich lieber meinen Wüstennetzweber. Nö. Das ist ein scheiß Angebot, du kleiner Goblin. Du willst mich doch abziehen. Du willst hier von mir die Götterkarten haben und ich krieg dafür Kuribo oder was? No way. Kann man schlafen? Nee. Kann man das Buch angucken? Nee. Gut, ja, so wird das jetzt hier die ganze Zeit weiterlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es später noch Bosse gibt oder sowas. Und ja, roguelike. Wie findet ihr das Spiel, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Für das letzte Test sollte es erstmal passen. Ich find's ganz nett. Ich weiß nicht, ob es ein Video vor mir so schön anzuschauen ist. Das ist aber bei vielen Kartenspielen so, muss ich leider sagen. Aber eigentlich gefallen mir die ganz gut. Kostet übrigens 14,99 auf Steam. Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Und ist, wie gesagt, noch in der Early Access. Es gibt auch noch andere Fraktionen und 200 Karten und so weiter und so fort. Artefakte, man kann sich also auch noch verbessern und sowas. Aber das mit dem Quest und sowas ist halt auch noch ganz cool. Ja, so viel dann erstmal zu dem Let's Test. Habt ihr einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das ja mal angucken. Beim Steam oder so was. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.